Hey, Johannes hier von newgadgets.de und heute schaue ich mir das neue MSI Stealth 15M an. Die Stealth-Reihe, die steht ja für dünne, aber dennoch leistungsstarke Gaming-Notebooks und das neue 15M macht hier natürlich keine Ausnahme. Beginnen wir wie immer mit dem Display. Hier haben wir eine Diagonale von 15,6 Zoll mit einer Auflösung von Full HD und einer schnellen Bildwiederholrate von 144 Hz. Es handelt sich hierbei um ein mattes Display und wie ihr hier sehen könnt, ist es auch schön dünn mit dünnen Displayränden. Für Meetings steht hier oben auch noch eine 720p Webcam bereit. Wie bereits erwähnt, es ist ein schön dünnes und vergleichsweise leichtes Notebook. Die Abmessungen betragen hier 358x248x17mm und es wiegt 1,8 Kilogramm. Und trotz der Größe bietet es ordentlich Leistung dank der neuen Intel-Prozessoren der 12. Generation. In diesem Fall ein Intel Core i7-1280p mit 14 Kernen und einer Leistung von bis zu 4,8 GHz. Dazu gibt es für das System bis zu 64 GB RAM und bis zu 2 TB Speicher in Form einer M.2 PCIe NVMe SSD. Für die Grafikleistung sorgt die Nvidia GeForce RTX 3060 mit 6 GB GDDR6 VRAM. Mit dieser Kombination hat man für unterwegs richtig viel Leistung, sei es nun für aktuelle Games, aber auch für anspruchsvolle Bild- und Videobearbeitung oder 3D-Modeling. Bei einem Gaming-Notebook, da darf natürlich auch die RGB-beleuchtete Tastatur nicht fehlen. Diese ist in 3 Farbzonen unterteilt und das Ganze sieht hier echt schick aus, wie ihr sehen könnt. Darunter haben wir ein großes Touchpad, welches natürlich Multitouch und Gesten unterstützt. Schauen wir uns einmal die Anschlüsse an. Da haben wir hier auf der linken Seite einmal den Anschluss für das Netzteil, ein USB-A 3.2 Gen 1 mit Superspeed 5 GB per Second und den Audio-Port. Auf der rechten Seite haben wir dann den HDMI-Port, einen weiteren USB-A 3.2 Gen 1 Port und zwei USB-C 3.2 Ports mit Superspeed 10 GB per Second. Von der Konnektivität her bietet das Notebook WLAN 802.11ax und Bluetooth 5.2. Das Betriebssystem, das ist das neue Windows 11. Außerdem würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben hinterlasst und meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!